A word for ceases to live. Died, expired, murdered, slaughtered, strangulated, killed, passed on. You want any more? Not only do the words come trippingly, but naturally today. I don't want you to worry about anything. But my dear fellow, my secretary made these reservations weeks ago. They poisoned you. I'll get it back. What? What is it? That voice. The what? What does it look like? The voice. Oh. Stupid. Mm. Looks like an Englishman is supposed to look like when they want him to look like that in the movies. That's Archie. That's who? Archibald Sinclair Beecham, a distant cousin, but never distant enough. Don't let him see me. Ihre Gnadenreich, ein Wort für den Begriff aufhören zu leben. Gestorben, gestorben worden, exekutiert, zertreten, erdrosselt, zerbröselt, dahingeschlichen. Brauchst du noch mehr? Heute sprudeln mir diese Worte ganz von selbst von der Zunge. Ist ja auch nicht verwunderlich. Euer Subschaff dürfen sich das nicht so zu Herzen nehmen. Was? Aber mein Bester, mein Privatsekretär hat schon vor Wochen bei Ihnen gebucht. Kotzi, Kotzi? War Gift drin? Warte, ich hole eine Pumpe. Nein? Was ist denn? Diese was schreckliche Stimme. Ja, wie sieht der Kerl Stimme? Aus? Wie eine Knatterton ohne Rotzkocher. Auf den zweiten und dritten Blick würde man glauben, das ist ein Engländer, aber das Englische ist ein bisschen dann zu dick. Dann ist es Archie. Was für ein Archie? Archibald Sinclair Beecham, ein entfernter Cousin, leider nicht entfernt genug. Darf mich hier auf keinen Fall sehen.